Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Out of Reach mit den lieben Faustus. Jo. Und der Alika. Hallo, Lelle. Wir sind endlich wieder zusammen. Wir haben die Alika jetzt abgeholt und sind auf eine andere Insel gefahren. Yay. Hier waren wir ja schon mal. Kurzer Kartencheck, also die Insel da hinten, die war. Ja, weiß ich nicht. Genau diese hier. Da ist aber nicht wirklich viel gebaut und wir kommen halt nicht die Berge hoch und so. Wir werden bestimmt irgendwann nochmal da sein. Aber jetzt sollten wir erstmal diese hier. Vielleicht sollten wir nach unten gehen. Und nach oben haben wir auch noch viel nicht aufgedeckt, habt ihr recht. Ja. Also Feuer. Und Hauptsache, wir wissen jetzt, dass die eine Insel da ist. Lex Fiber. Gut. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Auf jeden Fall, deswegen haben wir uns ja die Rucksäcke gemacht, damit wir echt alles mitnehmen können. Ja, super, 6 Platz mehr. Naja, besser als gar nichts, ne? 6 Platz mehr ist 6 Platz mehr. Weil 3 Personen sind es immerhin 18, ne? Genau, das lohnt sich denn schon. Da. Aber, oder ist ein Tiger? Wird schon wieder duster, ne? Es wäre auf jeden Fall geil, wenn wir ein Tier kriegen, damit wir Fett haben, damit wir ein paar Fackeln machen. Warte, lass mich das Zebra. Am besten ihr schießt beide drauf oder lasst mich sogar noch mit dazukommen. Ich glaube, jeder ein Tier ist besser. Okay. Das Zebra ist meins. Hol dir dein eigenes. Das war meins. Ich hole mir die Antilope da ganz hinten. Oh ne, hier sind ganz viele Flexfibers. Das war immer noch meins. Das ist ein anderes gewesen. Ja, ich weiß. Oh, Faustus! Er schießt hier gerade auf mich. Flexfiber vor uns. Auf jeden Fall Fett. Wir brauchen Fett. Ja. Fett ist halt echt wichtig. Also Flex ist hier auch ganz schön viel. Das stimmt. Wow. Oh, renn doch nicht so weit weg, du doofes Pferd. Du bist Zebra. Halt, um die ganzen Seile immer zu machen. Wie die Geräusche. Also, Flachs ist hier richtig, richtig viel. Ah, ich hab's erlegt. Ich auch. Ich lass mich gerade vom Nashorn durch die Gegend jagen, aber hey. Kein Fett. Ein Fett? Was ist das denn? So, ich hab 2 Pfeile wieder rausgekriegt. Pferde. Ich hab 2-mal Tierfett. 3-mal Tierfett. 4-mal Tierfett. Boah, super. Echt? 4 Fackeln schon mal. Ein noch ein drittes Zebra. Ich hab jetzt gerade noch eins erlegt. Ach so. Ich hab gerade eine Antilope weggeklödert. Tierhaut, Fleisch, Knochen. Ich hab nur kein Holz. 2-mal Tierfett, jawohl. Ich greif mal Nashorn an, ne? Weil das Nilpferd hat das ja schon geplättet. So, ich habe 1-mal Fett zumindest bekommen. Ja, das hast du jetzt angegriffen. Warte, ich komm. Wow. Achso, das dreht ab. Das geht einfach Richtung zu mir. Das denkt, ach, guck mal, da ist der Wildern. Der ist sowieso. Der ist jetzt dran, weißt du? Gar nichts mit jetzt. So, ich habe der neuen Antilope in Schinken geschossen. Dass sie immer über diesen Hügel rennen müssen, dann siehst du sie nicht mehr, weißt du? Wo will das denn noch ganz hin? Warte, das ist meins. So, jetzt läuft es.
Ist wieder weg und ich verschließe den Pfeil. Hab ich Holz? Ich hab gar. Doch, hab ich. Okay, dann mache ich mal eben Fackeln. 10 Holz. 2 Fackeln kann ich machen, so viel Holz habe ich. Komm, meine. So, noch ein paar Pfeile aus dem restlichen Holz machen. Oh, das war's schon. Ein ganzer Pfeil. Best, aus der Antilope ja, habe ich gehabt. Aus der habe ich auch was, die habe ich auch getötet mit einem Pfeil. Mit einem einzigen? Ja, die hast du wahrscheinlich schon vorher angegriffen. Ah, das kann natürlich sein. So, da ist auch so, so ein Gebilde da vorne, ohne Wände. Uns nicht bewegen, mal. Will da nicht bewegen. Okay. Ich versuche diese Antilope hier noch zu töten. Ach, hier waren wir doch schon mal. Der Amboss ist aber auch nur ein Behälter, ne? Ja. Also da kommt jetzt kein Crafting-Menü, das ist einfach irgendwie nur ein Behälter, ich weiß auch nicht. Darf ich mich wieder bewegen? Wenn du auf die Antilope schießt? Nö. Ich habe gerade keinen Bogen ausgerüstet. Ich muss nur kurz nämlich Holz holen, damit ich mir gleich eine neue Fackel bauen kann, weil meine ist gleich ausgebrannt. Gibt's doch nicht. Ich bin da, wo das Licht brennt. Hier brennt kein Licht. Doch nicht. So. So, seht ihr das Licht nicht? Ich hau gerade Baum weg, warte kurz. Und wieder eine Antilope. Doch, ich sehe das Licht. Oh ja, cool. Weil das. Ah, okay. Hab ja noch 2 Fackeln. Also, ich glaube, die Zebras sind, was das Tierfett betrifft, besser als die Antilopen. Ja, das glaube ich auch. Seid ihr? Immer noch beim Licht? Ja. Renn mal zu dem Licht. Komm ins Licht, Alika. Komm ins Licht. Ja. So, wo seid ihr? Ich bin hier. So, ich crafte mir mal kurz eine neue Fackel schon mal, weil die werde ich. Obwohl, wird es langsam hell? Nee, ne? Nee, es wird gerade erst richtig dunkel. Ja, okay. Und hier sind Beeren. Alles weg, was da drin war, ne? Ja. Ja, aber sonst wäre es zu leicht, einfach die Leute auszunehmen, weißt du? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Mond. Ja, wartet mal. Ich will auch mal kurz eine Fackel bauen. Ich habe mir auch gerade eine neue gemacht. Ich habe kein Holz. Wir haben. Gut, dass wir hier in der Wüste stehen. Ja. Dem Speer. Die Fackeln könnten ein bisschen mehr Licht machen, finde ich, oder? Ja, schon. Leinfaser. So, bin soweit. Ja, komm, Richtung Mond, gucken, was da so geht. Klar. Ja, da waren wir ja, glaube ich, schon. Da standen wir ja auf dem Hügel, ne? Oder? Okay, so rechts am Mond vorbei, da habe ich auf jeden Fall die Karte noch komplett. Hier sind Beeren. Genau, da den Hügel dann hoch. Also in den ersten 3 Folgen habe ich mich ja gefreut über Bären, aber mittlerweile. Naja, trotzdem, wer weiß, wenn wir es brauchen, ne? Mal angenommen, unser Haus wird abgefackelt, was dann? Geh ich Bären pflücken. Da sind Boote. Ja, ist ja gut. Boote, Boote, Boote. Was? Waren wir hier nicht schon mal? Boote? Ich meine, hier waren wir schon mal. Wo sind Boote?
Vor dir rechts jetzt. Dass ihr das sehen könnt. Ach, das war doch hier, wo der Beichtstuhl war. Beichtstuhl? Ach so, das war der Beichtstuhl, alles klar. Bisschen Boot. Hey, hier Stück, zwei Stück. Oder noch mehr. Ja, aber du kannst ja auch nochmal abbrennen hier. Ja, vor allem die Boote kannst du so mitnehmen, ne? Ja. Meiner geguckt, ob da was in den Kisten drin ist? Ne, hier nicht. Ne, das haben wir doch schon alles. Ja, wir haben die Kisten von dem Boot, habe ich nicht durchgeguckt. Dann lass mal weitergehen, stimmt. Weil die Boote sind doch erstmal uninteressant, würde ich jetzt sagen. Jo. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir die Boote herholen können. Hier, das ist normaler Stein, oder? Ja, das ist normaler Stein. Okay. Und dieses hier? Ist normaler Stein. Achso. Zinnen sind mit schwarzen Bubbles, die richtig rauskommen. Schwarze rauskommende Bubbles. Ja. Sollen wir hier unten weiterlaufen oder sollen wir erstmal nach oben? Ich hab, wenn ich nach oben laufe, habe ich irgendwie Schiss, dass da Tiere sind. Da ich oben. Ich bin zu müde. Ja, aber oben ist eher, könnte eher was sein, oder? Ja, denke ich mal, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Vielleicht ein Flugzeug. Das wäre ja richtig cool. Man kommt hier nicht hoch. Oh, also ich habe einen Weg, glaube ich. Lauf uns einfach hinterher. Ja. Ich bin bloß tired. Ja, ich bin auch gerade total langsam. Also man kann auch so gar nicht so gut sprinten bergauf. Ne, genau. Ich bezweifle, dass ich jetzt hier hochkomme. Nee, das geht nicht. Also doch außenrum. Oder innen weiter. Und hier? Nee, ich glaube, das geht nicht. Also ich bin oben. Echt? Also hier zumindest. Ah, ja. Ganz nach da oben natürlich nicht, aber... Wäre aber auch cool. Jetzt könnten wir aber hier schon wieder runter, weil... Dahin ist die Karte auch noch dicht. Also hier, da das ist Kupfer. Wo, zeig mal. Das hier, weil hier ist Kupfer. Weil das könnt ihr von dieser Seite aus sehen. Weil das so rötlich ist. Achso. Ah. Ja, da habe ich keine Chance. Wieso? Ich bin farbenblind. Oh. Echt? Zumindest habe ich eine Rot-Grün-Schwäche, also ein bisschen... Kann ich was sehen? So, Karte. Oh ja, hier ist ja noch alles dicht, ey. Ja. Aber hier ist auch schon wieder Wasser, glaube ich. Ja, das ist immer frustrierend, denn auf einmal, wenn du. Wow, Wasser ich habe hier irgendwas gehört. Ich habe irgendwas angezogen. Ja. Ich glaube, ein Nashorn. Echt? Das ist aber nichts. Hat sich aber gerade so angehört. Ah, oh ja, hier hört sich das auch nach so nicht an. Wow, hinter dir! Wow, ich stehe genau daneben! Ich muss weg. Wieso rennt das auf mich zu? Ich habe mich in einem Stein versteckt. Ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen und dann steht es genau. Jetzt rennt es auf Faustus. Das war ja. Oh Mann. Doof und so. Also, Faustus und ich sind am Nashorn vorbei. Anika steht immer noch auf der anderen Seite. Kann ich aufhören zu sprinten? Wo ist es? Ja, ja, ist schon lange weg. Anika, was ist los? Ja! Ist hier so ein Licht. Es rennt hinter mir her. Ja, er würde, lass mal warten. Auch schon wieder eine andere Insel. Wo seid ihr denn? Ja, das ist schon Woddern, oh nein. Ich weiß gar nicht, wofür braucht man eigentlich ein Haus? Man sowieso echt? Nie. Ja, um nachher. Da, was ist denn das da hinten? Sind das Boote? Boote. Was, aber guck mal, Wildern, guck mal hinter dir, da ist auch so ein Gebäude, ne, am Wasser. Sieht so aus, ne? Oder ist es ein großer Stein, könnte auch sein. Oder ist das unsere Insel? So einer wie wir, wo wir draufstehen, ja, weißt du? Das kann auch sein. Aber guck mal, rechts davon ist auch einer. Ja.
Aber ich glaube, das sind Steine. Ja, lass mal Faustus hinrennen. Wenn er aus dem Boot ist, dann kann er uns ja abholen. Aber das wird. Ah, das nee, kann das gut. Jetzt habe ich auch so eine Schatztruhe gefunden, oder was? Jawohl. Guck mal. Musst du kaputt hauen. Ich will hier eigentlich ungern im Dunkeln rüber, weil ich nicht weiß, ob da Krokos sind. Ja, werden wir ja sehen. Vielleicht im Hellen, vielleicht in der nächsten Folge. Ach, sind wir schon soweit? Oh ja. Genau. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonnieren ist auch immer kostenlos. Die Links zu den anderen Kanälen von der Lika und dem Faustus findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.